Ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen würde CO2 sparen und vor allem zu weniger Verkehrstoten führen. Das sind die Hauptargumente der Befürworter. Eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft Kiel IFW liefert nun Stoff für die Gegner des Tempolimits. Studienautor Ulrich Schmidt vergleicht die Kosten für eine längere Fahrzeit, die ein Tempolimit verursachen würde, mit dem Nutzen, den eine Beschränkung bringen könnte. Dabei berücksichtigt er sowohl die CO2-Einsparung als auch die sinkende Zahl von Verkehrstoten. Den Wert für ein Menschenleben setzt er mit 4 Millionen Euro an. Ein Tempolimit von 130 km/h führe demnach zu einem Wohlfahrtsverlust von 990 Millionen Euro. Läge die Beschränkung bei 100 Stundenkilometern, entstünde gar ein Schaden von 6,7 Milliarden Euro.